So, hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Assassin's Creed Unity. Und ich bin noch immer bei meiner Fail-Mission und diesmal gehe ich von oben rein. Was ich euch zeigen wollte. Und Merci. Que Dieu vous bénisse. Gehe sozusagen von hier nach unten und mache den Scheiß. Also. Ja, ich laufe die Treppe runter, gehe dann zum. Ich laufe klug die Treppe runter, sagen wir es so. Und habe jetzt hier eine Wache vor mir. So. Natürlich haben wir keine Kugeln. Deshalb müssten wir da noch irgendwo eine herbekommen. Oder wir haben noch eine Kugel. So war das. Da geht's runter. Und die eine Kugel ist gerade im Magazin oder in der Pistole. Der wird auch weggenommen. Ups. So. Jetzt haben wir natürlich Rauchbomben, aber nichts, um den Typen da unten zu killen. Doch, wir haben eine Kugel. So, und was ich jetzt nicht wusste, ist, dass man die Leute nicht direkt töten kann, sondern die nur kampfunfähig sind. Wir müssen jetzt noch attentieren und ich habe das für einen Bug gehalten. Ich konnte jetzt auch nicht mehr... Oh. Und ich konnte jetzt, ich habe das wirklich für einen Bug gehalten und wusste nicht, was ich mit denen machen und konnte jetzt natürlich da unten auch nicht mehr dran. Wahrscheinlich war es auch ein Bug, weil keiner gedacht habe, dass ich den so einfach töte. Und jetzt werde ich halt wieder drauf gehen. Ja. Und jetzt werde ich wieder hier durchlaufen und wieder drauf gehen. Deshalb sehen wir uns im vierten Versuch. Den dritten will ich euch gar nicht erst zeigen, denn der ist genau das gleiche. So. Und willkommen zum, ja, jetzt vierten Versuch. Und ich glaube, es ist der letzte. Wenn nicht, werde ich es trotzdem rausschneiden und ihr werdet nichts davon hören. Auf jeden Fall machen wir die gleiche Taktik nochmal. Wieso habe ich den dritten eigentlich reingeschnitten? Den zweiten. Keine Ahnung. Ja. Wir machen die gleiche Taktik nochmal. Wir wieso wählen wir auch? Ach so, Rauchbomben wählen wir auf, damit wir verschwinden können, genau. Und jetzt laufen wir. Okay. Wieso bin ich so verwirrt? Ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall die eine Wache wieder getötet. Gucken, ob wir Kugeln bekommen. Oder? Was machen wir? Ja. Verwirrt. Ich weiß es nicht, was wir machen. Wir haben die Trische bekommen. Wieso nicht? Ich habe jetzt in der letzten Zeit zwar keine Dietriche bekommen, aber keine Dietriche genutzt, aber man kann sie ja immer mal gebrauchen, sagen wir mal so. Ja? Lauf! Oh, der ist böse. So. Plündern und... Gut, was machen wir jetzt?
Und lächelt da hinten diese schöne glitzernde Tür an. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, töte ihn. Jetzt! Ah, oh, verdammt. Okay, ich habe... Gut, wir sind verwirrt. Wir, also ich und mein früheres Ich. Nein, das ist der falsche. Jetzt. Ja, perfekt. So, und damit haben wir den Typen getötet. Ich habe das jetzt mal, diese Einspieler, ausgeschnitten. Und ab nach draußen. Diesmal wissen wir nämlich, wo wir hinkommen und woher und so weiter. Also, diesmal ist alles okay. Diesmal können wir hier auch Rauchbomben. Okay, wir haben scheinbar keine Rauchbomben geworfen. Da haben wir zwischendurch nochmal den Dieb gerammt. Und wir sind fertig. Perfekto. Hörst du mit? Was zum ist das? Ich bin hier, Bishop. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Aha, die schicken uns also voraus. Und, da ist es. Selbst, pimmeln die sich ein, oder wie? Ja, genial. Nochmal. Zack. Okay, aber wir hatten ja noch einige Zeit. Muss ich sagen. So, und in den Server gesprungen. Oh. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Okay. Es sieht auf jeden Fall schon mal anders aus, oder wieder anders aus, als in der Revolution. Es sieht eher nach... Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Vielleicht 20. Jahrhundert aus? Oder sowas in der Richtung. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Okay, ja. Nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. 20. Aber Jahrhundert. Ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Passt ja fast. Ein Metroausgang finden. Wo ist die Metro? Die Belle Epoque sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution. Findest du nicht? Und weniger Enthauptung gibt es auch. Ja, eindeutig. Gut, es gibt auch keine Karte, deshalb... Da vorne ist die doch. Na, lauf in die falsche Richtung. Scheiße, das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt. Tempo. Da geht's auch nicht weiter, da geht's auch nicht weiter. Da. Runter. Jetzt das... Okay. So, und da geht's nicht weiter. Ja, es ist, eine interessante Levelbegrenzung, sagen wir mal so, ne? Da können wir nicht weiter. Da können wir auch nicht weiter. Ja. Da kommen wir auch nicht weiter. Da können wir nicht rein. Und wenn wir das machen, dann ja klar, verlieren wir Leben. Das finde ich eigentlich eine schöne... Ja, eine schöne Natur... oder eine schöne Levelbegrenzung. Keine unsichtbaren Wände oder sowas.
Aber hier geht's raus. Super. War ja auch total unauffällig oder so, ne? Und jetzt... ein Spring-Level. Ein Parkour-Level. Sieht... Hallo? Okay. Da. Super. Ach, super cool Level, wie man sie aus Assassin's Creed Brotherhood kennt, ganz am Anfang. Die fand ich eigentlich sehr cool eingebaut. Muss ich sagen, da gibt es schon geile Sachen. Komm, lauf einfach über die Rampe. Fein. Jetzt einfach weiterlaufen. Gut. Schön hoch, weiter, weiter. Okay, das sieht wirklich etwas stark ruckelnd aus. Ich muss... Ups. Hä, wieso kommt da ein Zug entlang? Wieso? Nur so als Frage, wieso fährt er da durch? Wieso fährt ein Zug durch ein abgesperrtes Gleis? I have no idea. Egal, ab nach oben. Da bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Aber wir wissen, dass er die Simulation stören wird. Ja, und das ist, das Level, ja, man sollte sich nicht von den Teilen treffen lassen. Das ist das Level, warum man so einen guten Prozessor braucht. Denn diese ganzen... Komm, versteck dich irgendwo. Ah, ich hatte trotzdem eins getroffen. Ja. Denn diese ganzen Teilchen, wenn die nicht per Nvidia-Karte berechnet werden... Dann braucht man dafür halt ein i7. Das müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Ja. Sieht so aus, ne? Nicht mehr gut aus. Ah ja, und damals, die ja die Freiheitsstatue ist, natürlich aus Kupfer. Und die sah natürlich damals anders aus als heute. Genau, mit der Zeit ist die halt angelaufen. Ja. War doch ein schöner Ausflug ins... ja, späte 19. Jahrhundert mit U-Bahnen. Ah, deshalb sind die U-Bahnen da weggefahren. Weil die Dings nicht, weil die aus einer anderen Epoche gekommen sind. Klug, Ubisoft. Ganz klug. Dann sind wir eben wieder in Paris. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Wie soll ich denn auf die Brücke kommen? Thank you.
Aha, ich kann auch Risse nehmen. Ja, okay, dann das ist sehr, sehr schön, dass man auch Risse nehmen kann. Gut, und ja, wir haben so viel hier und so wenig davon gemacht. Aber jetzt geben wir erstmal unsere beiden Kelche ab. Oh mein Gott, sind das einfach nur viele. Es sind so sau viele Leute hier. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, immerhin sind wir. Ja, wir können in dieses Haus rein. Gut. Es muss immer mal klappen. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet: Der Vater des Verstehens. Okay, wir sind jetzt schönes Anhänger. Ein schöner Anhänger von so einem komischen Teil. Also würde ich sagen, das ist klug. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.